Guten Morgen, meine Lieben. Ich wollte heute mit euch ein Schminki machen. Und zwar wollte ich die neue Huda Beauty Palette austesten und so andere Schätze. Einfach das, was ich im Schminkkorb habe aktuell. Es ist für euch vielleicht immer so ein bisschen zeitverzögernd, weil halt eben noch andere Videos kommen. Aber im Endeffekt ist es ja nur ein Test. Ich will eigentlich die Schublade hier abschalten. Ich habe nämlich so ein, kennt ihr die Ikea-Dinger? Ich hatte damals so Bock auf Mosaik, wo meine Tochter klein war und habe das ganze Schränkchen mit Mosaik bestückt, außer die rechte und linke Seite, warum auch immer. Aber oben und an den Vorderfront. Und das habe ich mit ganz vielen Schränkchen, also mit drei Schränkchen gemacht. Und es hat sehr viel Zeit gekostet. Und da möchte ich das auch nutzen. Das ist perfekt für meinen Kram. Okay, wir kommen zu Pixie Glotion Day Dew Brightening Lotion. Ich finde die wunderschön. Wirklich, die macht nicht viel. Das ist wie eine Feuchtigkeitspflege, sag ich mal, mit ein bisschen Schimmer drin. Die so ein bisschen nach... Ich weiß nicht, ob das zitrisch ist oder... Oh, keine Ahnung. Ich kann... kann euch das nicht sagen, aber ich dachte, die ist jetzt auch die Woche einfach mal drin. Meine Favoriten wollte ich heute auf jeden Fall abdrehen. Heute trage ich übrigens einen Nagellack von BU. Richtig geil. Ich finde Metallic ist einfach genial. Genial. Und ja, trinkt halt meinen Kaffee. Ohne den wäre ich wahrscheinlich nicht ich selber. Genau, das hier. Und dann habe ich ja so einige Produkte hier einfach. Ich benutze meine Essence Fresh and Fit Awake Make-up. Das landet definitiv in meinen Favoriten. Und wer stand natürlich am Kindergarten und wollte das Kind in den Kindergarten bringen? Ich war's. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass die überhaupt Pfingstferien machen. Ich weiß gar nicht, wo war ich denn frei? Ah ja, genau. Ich habe den kleinen Mann gar nicht abgeholt, sondern die Oma. Wahrscheinlich deswegen habe ich es gar nicht mitgekriegt. Sonst sagen sie ja immer, und ich so, hä, was, ihr Ferien? Ja, haben sie den Zettel nicht gelesen. Ja. Das bin ich. Aber mir passieren öfters mal so Dinge, das sind, ich würde sagen, fahrlässige Dinge oder... Ja, eigentlich verpeilte Dinge in meinem Leben sind mir schon einige Dinge passiert, die sehr verpeilt waren. Ich muss wieder die Foundation hinstellen, sonst kommt da gar nichts mehr raus. Weil da ist echt nicht mehr viel drin, wie ihr sehen könnt. Jetzt ich den von Essence. Ich dachte, wir machen einfach ein Full Face, dann kann ich ein bisschen besser quatschen, wie nur die Huda Beauty da vorzustellen. Ich quatsch doch so gern. Leute, ich bin eine Labertasche und heute ist das Bombenwetter, sage ich. Ich bin aufgestanden und es war grau und hat gepisst. Hammer! Aber wir wollen uns nicht so wetterabhängig machen. Dann machen wir was. Zu Hause ist auch nicht schlecht, sonst wäre ich mit den Kindern ja auch raus. Aber so kann ich wenigstens was haushalttechnisch machen, was es echt nötig hat. Immer wenn schönes Wetter ist, ist man viel draußen und kommt dann zu weniger. Ist auch schön. Gestern habe ich gar nichts gemacht. Gestern, ich mache mich gerade einfach nur fahl. Ich bin einfach jetzt gerade tot. Beachtet mich gar nicht. Ich bin eigentlich gar nicht hier. Aber was mache ich hier? Und gestern habe ich mich gar nicht gerichtet. Ich war nicht in der Lage, irgendwas Sinnvolles in meinem Leben zu tun. Deswegen habe ich es komplett gelassen. Ja. Oh ja. Und ich wollte noch ankündigen, demnächst gibt es auch eine Deklatter-Reihe. Ich bin jetzt schon von Lipgloss zu Liquid Lipstick, zu Kajal, zu den Boxen gekommen. In dem Alex war ich noch nicht tätig. Also nur persönlich, ja. Aber noch nicht mit euch zusammen. Und ich dachte, ja, wieso nicht, ne? Dann benutze ich meinen heißgeliebten MAC Fix, Studio Fix, den ich absolut liebe. Nicht. Ich liebe es nicht. Es macht mich traurig, dieses Produkt.
Aber der Ehrgeiz ist einfach nur mal da. Es sind nur noch ein paar Krümel. Und es gibt mir wieder ein bisschen Pisse in mein Gesicht zurück. Also Leben. Ein bisschen Leben. Weil es so gelb ist. Es ist so extrem gelb. Ich weiß gar nicht, ob es so gelbe Menschen überhaupt gibt. Niki, Schatz, du bist auch nicht so gelb. Wir haben schon vielleicht einen Unterton, was vielleicht gelbstichig ist, aber doch nicht so. Das ist ja schon Minion- oder Simpson-artig. Das wollen wir nicht. Aber was ich gemerkt habe, für mich ist es wichtig, die Visage abzupudern. Einfach, damit ich die Grundlage schaffen kann. Grundlage schaffen kann, damit ich weiterarbeiten kann. Und dieses Puder bröckelt nur. Genau, das hier. Dann können wir auch mit Bronze anfangen. Ha, mein heißgeliebtes Bronzing-Zeug. Dieses Hittepan ist vor 3 Tagen oder sowas entstanden. Dadurch, dass es so bröckelig ist, ist es auch rausgefallen, keine Ahnung. Und ich gehe damit ja nicht sachte um, will ehrlich sagen. Sondern schon eher so ein Grobian bin ich. Es fällt mir auch runter und wenn man da so rumdonnert, weil es einfach zu viel Pigment hat, kann das schon mal so bröckelig hittepennen. Also ich habe da nicht rumgestochert, falls jemand es auf den Bildern denkt, weil hier ist er auch so bröckelig gewesen. Wenn man natürlich die erste Schicht da verbröckelt hat. Ah, ich fühle mich wieder wie ich selber. Genau. Sauberen Pinsel, alles verblenden. So, dann kommen wir zu einem tollen Produkt hier. Ich habe hier eine Maybelline Palette. Das ist die Master Blush Color and Highlight Kit Palette. Das Kit ist mir ein bisschen, der Highlighter ist mir ein bisschen zu glitzerig, aber vielleicht schaffen wir das, ein tolles hier so diese 2 Farben hier aufzutragen. Und dann gehe ich mit meinem Highlighter hin. Und zwar möchte ich heute den hier euch vorstellen. Den habe ich schon mal benutzt. Der ist super. Ich liebe ihn. Es ist eigentlich was ganz Subtiles, finde ich. Also von der Farbe her ist es so. Er ist eigentlich total. Aber er hat halt Wumms, ne? Und das sieht so, so schön aus, weil es so fein ist. Er ist so, so fein. Ich liebe das Teil. Wenn es noch in anderen Farben geben würde. Der erinnert mich auch an den von Essence. Diesen Pure Nude Highlighter, der einfach so fein strukturiert war. So, ich habe stinknormal meine Augenbrauen mit dem Catrice nachgezogen. Da ist immer noch was drin, also unglaublich. Da ist noch einiges drin und meine Haare sind auch dran. Tut nichts zur Sache. Ich wollte euch nur dieses Radiant wirklich ans Herz legen. So sieht es aus. Radiant Light. Und dann hinten steht einfach Radiant Light Glow. Das ist so wunderbar. Leute, die Verpackung ist auch ein bisschen hochwertiger, sage ich mal, als die durchsichtigen von Make-up Revolution. Aber dennoch nicht so hochwertig. Ich meine, es kostet bestimmt keine 10 Euro. Und trotzdem ist es richtig gut. Ich feiere es. Es ist einfach so, so schön. Wie kann bitte etwas so, so schön sein und mich so erfreuen? So, ich habe den Primer jetzt von Essence benutzt in Strobe. Also das hat so ein bisschen Schimmer, falls man es erkennt, aber nicht wirklich. Wir kommen zu meinem Palettchen. Das ist das schönste Palettchen. Und da möchte ich. Ja, was möchte ich da eigentlich? Ich lasse mich mal überraschen, was ich möchte. Ich habe keine Ahnung, was ich so möchte. Mal gucken, ob die Pinsel überhaupt sauber sind. Ich möchte mir dieses wunderschöne, ja, was ist das? Ein helles Orange, beige auftragen.
gebe ich mir in die Lidfalte zum Übergang schaffen. Muss gar nicht doll sein. Nur damit die Lidfalte auch gesettet ist. Dann gehe ich hier in dieses wunderschöne, ja, Mauve Rosé. Das ist echt so eine Valentinstagspalette. Und trage das auch genauso großzügig auf. Wow. Wirklich. Wow. Hat natürlich ein bisschen Kickback, heißt das, glaube ich, wenn es in der Palette bröselt. Aber bei diesen schwarzen Pinseln ist es meistens so, weil das echt Haar ist. Also meistens ist das echt Haar. Und der Morphe, den finde ich auch relativ kratzig. Dafür trägt er das Produkt ganz, ganz gut auf. Also man muss so ein bisschen abwägen können. Das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Lässt sich super gerade ausblenden. Und fast ins Nichts. Also der Übergang fast in so ganz, ganz hell zu dunkel. Und to get down the spot. Ich mache mal meinen Pinsel sauber. Ich benutze den Morphe M433 und gehe hier ins wunderbare Lilo. Und trage mir das hier so auf. Ich wollte noch mal zu Kleiderkreisel kommen. Dieser Betrug oder dieser Verdacht auf Betrug, ich hatte noch keine Anzeige gemacht. Mich hatten einige bei Instagram auch angesprochen und auch bei YouTube mir einige so schlechte Dinger da gelassen. Also, dass denen sowas passiert ist, was ich gut nachvollziehen kann, hätte ich wahrscheinlich auch, wenn ich nicht so schreibfaul bin. Aber ich habe von der Dame mittlerweile gehört selber. Ich habe ihr nochmal in... Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, wenn man bei Kleiderkreisel auf Melden geht und dann auf den Button erledigt, dann löscht man alle Nachrichten. Ich so verflucht, wie soll ich jetzt zur Polizei gehen? Ich bin aber irgendwie so eine Tante, die hat ein paar Screenshots tatsächlich noch davon. Keine Ahnung warum, ich weiß auch gar nicht, wann ich die gemacht habe, bevor ich es auf jeden Fall gelöscht habe. Und somit hätte ich auch eine Anzeige machen können. Hatte ich auch vor diese Woche, verflucht man. Es ist die Woche... Pfingstmontag, also heute ist Mittwoch, heute ist der 12. Aber die Tante hat sich jetzt wieder gemeldet und gesagt, ja, also es ist jetzt so, ich überweise so richtig förmlich, was mich sehr genervt hat, weil ich sie mir gar nie geantwortet hat und ich ihr aber zurückschreiben soll, dass ich die Nachricht erhalten habe. Ich so, ja, Katharina, ich habe sie erhalten. Und da habe ich ihr gesagt, wenn es dann bis zum, weil sie mir gesagt hat, bis zum 1.7. überweist sie mir das Geld, okay. Am 1.7. macht sie es fertig, gut, dann dauert das wieder ewig. Und 3 Tage, wenn es bis zum 4.7. nicht da ist, weil ich weiß, wie eine Überweisung funktioniert, es dauert nämlich kein Jahr, dann gehe ich zur Polizei und dann kümmert sie sich auch drum. Weil dann reicht mir das, dann habe ich ewig gewartet und 3 Tage. Das ist halt, wenn du eine Nachricht bekommst, ja, von wegen weiß ich gar nicht, was die Polizei da machen soll. Wisst ihr, was ich meine? Wenn sie doch sagt, dass sie das macht. Bisher habe ich eben, wie gesagt, noch keine Anzeige gemacht, weil bei mir auch privat ein paar Sachen dazwischen gekommen sind und ich ehrlich gesagt auch keinen Bock hatte, dahin zu latschen. Hätte ich jetzt trotzdem gemacht diese Woche, weil irgendwann ist Sense, ne? Dann möchte ich mir diesen wunderschönen schimmernden Ton hier im Innenwinkel auftragen. Ja. Nicht ganz so überzeugend, aber gut. Dann
Möchte ich vielleicht mal einen anderen Pinsel nehmen oder so? Das hat mich jetzt nicht gerade so überzeugt, muss ich sagen. Oh ja. Also mit der Catrice Peony Palette da kriegt man auch ein schönes Ergebnis. Man muss halt noch mehr Arbeit reinstecken. Also wenn ich das wahrscheinlich hier jetzt ansprühe, was ich jetzt auch tue, dann wird das wahrscheinlich richtig hammerhart pigmentiert sein. Und bei der Catrice war es halt so, dass es schwierig mit ihr einfach war. Aber trotzdem machbar. Also einen subtilen Alltagston. Ich meine, nicht jeder will Wumms. Ja? Ich weiß gar nicht, was die Leute sich so beschweren, dass alles so hochpigmentiert ist. Meine Güte. Es gibt auch Mädels, die gerade anfangen. Da wollte ich nicht in Tuschkasten lang. Okay, das ist auch so eine Palette, da hätte man vorher einfach die Augen machen sollen. Aber gut. Ist halt so. Ja. Also toll ist es auf jeden Fall. Es sieht echt schön aus, gerade mit dem Glow auf den Wangen. Ich feiere das. Dann möchte ich unbedingt den Ton unten drunter nehmen. Der hat so leicht lilane Flocken. Ich finde es ja sehr interessant, dass man so grobe Pigmente genommen hat. Okay, ich sprühe das auch an, sonst landet mir einfach zu viel Schiss Dreck. Also, es gefällt mir auf jeden Fall schon ganz gut. Ich suche jetzt irgendwas Kleineres, damit ich unten am Wimpernkranz arbeiten kann. Ich benutze den hier und trage mir dieses Lila, Dunkellila einfach mal unten auch auf. Natürlich kann man auch neutrale Looks schminken, ne? Das ist jetzt auch ein Alltagslook. Ich finde es auf jeden Fall wunderschön, alleine wie die Farbzusammenstellung ist. Da kann man mir was erzählen, wie die Pigmentierung ist oder nicht. Sie wird auf jeden Fall bleiben. Ich finde sie nämlich wunderschön. Ich versuche jetzt gerade meinen Pinsel zu reinigen. Ich habe nämlich schon ein paar Favoriten auf Seite gelegt, damit ich euch noch ein Tops und Flops im Mai machen kann. Ich denke, das könnte den einen oder anderen auch interessieren. Es sind auch ein paar ältere Schätze dabei und ein paar Neuzugänge. Palettentechnisch weiß ich schon gar nicht mehr, was es ist. Ich benutze ein Lippi. Und da ist mir zu stark. So ist auf jeden Fall machbar. Da möchte ich auf jeden Fall noch so einen Pencil Brush nehmen und den hellsten Ton aus der Palette nehmen. Und ich denke, dass das hier der hier ist. So ein Creme. Oh ja. Genau so hätte ich es gerne. Dadurch, dass so viel Schimmer ist, bin ich auch ganz froh, wenn was Mattes geht. So zum Beispiel. Voilà. Ich würde sagen, ich benutze noch diesen Mauve-Ton hier unten. Verblende sozusagen das Lila. Ich finde, so grünen Augen steht das total gut. Dann benutze ich, dann wäre ich eigentlich mit der Palette fertig, benutze ich ein Liquid, also so ein Tattoo. Signatur bei Superliner von L'Oreal. Den habe ich in ein Tauschpaket gehabt. Finde ich cool. Also gebrauchte Sachen, die ins Auge gehen, also ich meine Flüssigkeiten, die kann man sehr, sehr schlecht reinigen. Ich habe den jetzt mit Alkoholtuch sauber gemacht und nochmal trocken gerieben. Dann geht das. Aber zum Beispiel Liquid Lipstick geht auch noch, wenn man den Applikator... Also es ist sehr, sehr schwierig, was... Am liebsten sind mir nur Lippenstifte, die gebraucht sind. Die kann man definitiv sauber machen. Ich habe jetzt noch keine Probleme gehabt.
fange ich an zu stottern. Der ist nicht schlecht, aber es ist kein Hochessenz, muss ich sagen. Und Mascaras gebraucht habe ich jetzt auch entsorgt. Habe ich jetzt eigentlich zu Ende erzählt mit der von Kleiderkreise? Naja, auf jeden Fall will sie mir erst am 1.7. das Geld zurücküberweisen. Das sind dann 2 Monate, nachdem ich ihr. Und wenn eben bis zum 4.7. habe ich ihr eine Frist gesetzt. Und dadurch, dass sie mir auf dem alten Account geschrieben hat, also auf unsere alten Nachrichten, kann ich auf jeden Fall jetzt zur Polizei gehen und alle Nachrichten zeigen. Ist das nicht klug von ihr gewesen? Das war super klug. Weil ich hatte ihr eine Nachricht verfasst auf dem anderen, also auf derselben Seite, bloß andere Nachrichten, weil ich ja auf den Erledigt-Button gedrückt habe, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt die Meldung gesendet und es hat sich jetzt in dem Moment erledigt, ja, aber nicht, dass es sich komplett alles erledigt hat. Und ja. Okay, Wimperntuschen. Da habe ich meine Käse von Essen. Mensch, Lutz. Ich sprühe mich erstmal an. Obwohl das eigentlich überhaupt gar keine gute Idee ist, weil hier hängen so viele Glitzerflocken. Aber gut. Ich finde den Look fantastisch. Er strahlt. Er macht meine Augen richtig schön strahlend. Und das sieht gut aus. Gefällt mir richtig gut. Ist ein bisschen neutral und trotzdem hat es ein bisschen Wumms. Also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, euch mal die Huda Beauty anzuschauen. Oder zumindest die Catrice. Wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt. Es gibt ja noch mehr Dupes mittlerweile. Okay, ihr Lieben, ich tue jetzt mal meine Wimperndusche und dann hole ich euch mal das. So, ihr Lieben, mein Look ist fertig. Juhu. Wir haben es geschafft. Das sind 23 Minuten mit allem. Außer halt natürlich Wimpern, wenn man das so bedenkt, wenn ich nicht so viel reden würde. Ich bin super gespannt, ob die Tante mir das jetzt überweist am 1.7. Super gespannt, ich würde doch den Behördengang gerne lassen. Aber wenn es nun mal nicht anders da geht, ich hasse es, aber so ist es halt dann. Ja. Und wie gesagt, ich hoffe, das Get Ready hat euch trotz der negativen Einflüsse gefallen. Und ich finde ihn persönlich wunderschön und freue mich, dass ich heute den Tag über so rumlaufen darf. Und später mache ich meine Tops und Flops. Ich muss noch mal überlegen, was meine Tops und Flops sind. Genau. Und dann sehen wir uns einfach nächstes Mal wieder. Ciao!